Es ist eine Meilensteinausstellung für Belvedere 21, ein ganz großer Glücksfall, weil hier etwas zusammenkommt, was wir uns eigentlich für die Programmierung dieses Hauses nur wünschen können. Eine internationale Star-Künstlerin, ich betone hier auch quasi die weibliche Endung, eine internationale Star-Künstlerin, die durch eine Arbeit zutiefst mit der Stadt Wien verbunden ist, und natürlich wissen Sie alle, um welche Arbeit es sich handelt. Es ist auf dem Judenplatz das umgangssprachlich sogenannte Holocaust-Mahnmal, tatsächlich das Mahnmal für die jüdischen Opfer der Shoah in Österreich, das hier ja auch Teil dieser Ausstellung ist. Die Ausstellung hat eine umfangreiche Genese. Sie wird schon seit mehreren Jahren vorbereitet, ist initiiert und koproduziert von Tate Britain und der National Gallery of Art in Washington und wurde ursprünglich von Mario Codoniato, als er noch Chefkurator hier im 21er Haus war, angestoßen und sozusagen unter Agnes Huslein-Arka auf den Weg gebracht. Und heute ist es soweit, heute Abend werden wir diese Ausstellung eröffnen. Die Ausstellung umfasst Werke aus 30 Jahren. Es sind 66 durchgezählte Werke und es war für uns alle eine Riesenanstrengung, ein Riesenakt, diese Ausstellung hier zu realisieren. Ich weiß, so Details sind manchmal sehr anschaulich. Harald Kretsch hat mir gesagt, es sind 11 Sattelschlepper gekommen von Tate Britain mit diesen Arbeiten. Und man sieht aber auch die Professionalität von Rachel Whiteread, die ja doch dieses ganze Unternehmen als Künstlerin letztlich dirigiert hat, wie sie Werke vorbereitet, um sie quasi um die Welt schicken zu können, weil die Ausstellung, die wir hier als zweite Station nach Tate Britain zeigen, wird dann eben nach Washington gehen und dann noch weiter nach St. Louis in den Vereinigten Staaten. Ich brauche Ihnen die Künstler eigentlich nicht vorzustellen. Immer wieder genannt werden zwei große Leistungen oder wiederum Meilensteine ihrer Karriere, dass sie 1993 mit 30 als erste Frau den Turner Prize gewonnen hat und 1997 dann das United Kingdom auf der Biennale in Venedig repräsentiert hat und dort eben den britischen Pavillon gestaltet hat. Harald Kretschi hat diese Ausstellung eben von Anfang an hier entwickelt mit der Künstlerin, mit den Kolleginnen, vor allem von Tate Britain, mit Anne Gallagher, die das Projekt dort geleitet hat, und mit Maury Donovan von der National Gallery in Washington. Die kuratorische Idee dahinter war natürlich, im Gegensatz zu Tate Britain, hier noch stärker das skulpturale Werk in den Vordergrund zu stellen. In der Tate Britain gab es ja noch sehr viele Papierarbeiten, Sketches und Studies zu den verschiedenen Skulpturen. Die zeigen wir hier nicht. Das liegt auch ein bisschen an den konservatorischen Bedingungen. Die Ausstellung läuft 6 Monate und da wäre es dann nach 3 Monaten wieder soweit gewesen, die Dinge auszutauschen. Und da haben wir uns dann entschieden, nein, wir machen hier eine rein skulpturale Rachel Whiteread-Ausstellung. Und wir haben uns gemeinsam mit der Tate Britain auf einen Grundkorpus der Ausstellungen für Europa geeinigt. Das war ein langer Prozess, wo wir uns mit den Listen hin und her geemailt haben, um dann eigentlich das Setting für Europa festzulegen. Und wir sind in der glücklichen Lage, die absoluten Hauptwerke, wichtige Schlüsselwerke hier in Wien zeigen zu können. Wenn Sie am Eingangsbereich im Foyer die Arbeit 25 Spaces gemeinsam mit der Pappmaché-Arbeit Chicken Shed sehen, da sehen Sie zwei elementare Ereignisse, die sich im Werk von Rachel Whiteread vollziehen. Das ist der Blick und die Aufmerksamkeit auf etwas, was wir sonst nicht beachten, nämlich das Volumen unter einem Stuhl, der plötzlich Raum bekommt, der skulpturales Element wird und der sich hier sehr schön in diesen 25 Räumen, 25 Spaces, hier in einer sehr minimalen Referenzästhetik hier vor uns auftut. Daneben eben eine ganz junge Arbeit mit dem Chicken Shed,
mir war es ein Anliegen, diese Arbeit zu zeigen, weil es eben eine ganz neue Arbeit ist, und Sie sehen sofort die Referenz auf Architektur. Also die Frage des Körpers, des Verhältnisses des Menschen zum Raum und zur Architektur. Das ist das Generalthema bei Rachel Whitrigg und die Spuren, die darin entstehen oder enthalten sind. Wenn Sie dann in den Weg rechts herum in die Ausstellung gehen, laufen Sie direkt auf einen Abguss einer Wärmeflasche zu. Und dieser Abguss einer Wärmeflasche ist auch, wenn man so will, steht emblematisch für das ganze Werk für Rachel Whitrigg, 1988 realisiert. Eine Wärmeflasche, was ist eine Wärmeflasche? Eine Wärmeflasche gibt Wärme ab. Wir legen sie auf den Körper, es ist sozusagen die Wärmeflasche nimmt die Körperform an, ist, wenn man so will, der Gegenpart zu unserem Körper, ist der Raum über unserem Bauch, ja, der durch die Wärme der die Wärme aufnimmt bzw. abgibt. Wir haben aber gleichzeitig natürlich eine anthropomorphe Form, ja, Form eines Kleinkindes, eines Babys ohne Arme, eines Torsos, fast ein griechisch antik anmutender Torso. Also hier eine Referenz natürlich auch auf Referenzialität in der Kunst. Mit der Minimal Art beginnt natürlich auch eine Art neues Referenzsystem. Wenn man so will, ganz generalisiert, es geht nicht nur um Ästhetik, sondern es geht um Existenz. Und die Geste von Rachel Whitrigg ist so simpel, aber so kraftvoll, und das hat sie dann letzten Endes vom einfachen Objekt, von der Wärmflasche, über architektonische Elemente, die Bathtub zum Beispiel, also das Sink, also das sind architektonische Elemente, die sie dann in ihrer negativen Form bzw. die Räume darunter abgießt. Das geht dann so weit, dass sie dann ganze Treppenhäuser abgießt, dass sie ganze Räume abgießt. Jetzt geht es natürlich auch darum, und Sie sehen hier ganz schön den Übergang, also wir haben den architektonischen Elementen hin zum ganzen Raum und wir stehen hier in der Sektion der Architektur. Also wir sehen hier eben 1993 mit dem Projekt Haus, wo sie dann ein ganzes Haus abgegossen hat. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz, bevor ich ende, auf ein Element noch hinweisen. Diese Kunst von Rachel Whitrigg hat auch einen sehr biografischen und sozialkritischen Hintergrund. Also wir gehen von der Wärmflasche sozusagen, oder von Closet in einem Schrank, den sie abgegossen hat, wo sie sich als Kind gerne versteckt hat, der schwarz ist, nämlich der schwarze, dunkle Raum des Schrankes. Diese biografischen Bezüge stellt sie immer hervor und lässt sie zu und verteidigt dies auch offensiv, dass es hier auch um Biografisches geht. Sie muss mit den Dingen sich identifizieren. Und diese Identifikation geht eben so weit, dass sie dann letzten Endes ganze Räume aus ihrem Atelier zum Beispiel abgießt oder dann eben auch mit Room 101 mehr oder weniger eine Story in eine Negativform gießt, nämlich die Kritik eines Überwachungsstaates, wenn wir George Orwells 1984 im Blick haben. Dort gab es den Room 101. George Orwell hat ja bei der BBC gearbeitet und Rachel Whitrigg hat dann genau diesen Raum eben abgegossen. Also hier ein Hinweis natürlich auch auf sozialkritische, politische Themen, die damals vor allem in den 80er und 90er Jahren in England virulent waren. Wir sind hier in der glücklichen Lage, auch das Mahnmal hier repräsentativ in der Ausstellung zu haben. In London war es ja eher in dem Vorraum im Bereich der Sektion der Public Art. Wir haben es in die Ausstellung hineingenommen, weil ich finde, und deshalb werden Sie im Katalog lesen, ich finde, dass das Mahnmal ist sozusagen die kongeniale Fusion von zeitgenössischer Mahnmalarchitektur und ihrer eigenen Kunst. Also das ist Kunst und Monument und Mahnmal gleichzeitig. Ihre Kunst ist eigentlich immer ständig Mahnmal. Sie ermahnt nämlich an das Vergessen, an die Erinnerung, an den Tod und an das Vergängliche. Und selbst die Türen sind eigentlich Momente des Übergangs. Wenn Sie die Plexiglastüren sehen und Fenster, sind Übergänge von innen nach außen, von einem Raum in den nächsten. Diese Transgressions-, diese Transformationsprozesse sind dadurch natürlich, bekommen einen symbolischen Gehalt. Das soweit zum kuratorischen Konzept. Ja, wir haben gesehen, wir haben 66 Arbeiten in der Ausstellung. Es ist eine große Retrospektive für Rachel Whitrigg. Es gab in Bregenz eine Ausstellung und in Berlin, Bregenz in Berlin, were two exhibitions where you have shown a lot of works, which are also here in this exhibition. But we have the really a comprehensive, big retrospective, and it is great to have now the let's say the pendant to the monument to show your art in the whole range in the very broad way, bright way to see what you have done in the last 30 years. Thank you so much for your collaboration, and you know, it was really a great pleasure to work on this project. Thank you so much. Vielen Dank. Yep.
Are there any major projects in pending for in the future? Is anything big in the book, so to speak? There's a large project that I'm making in England, which is I'm casting a building, a sort of building that was used in the war, developed during the war in the UK, and it's part of the 1914-1918 centenary of the First World War, and it's casting a Nissan hut, which are these sort of half cylindrical structures, and there's a group of buildings called Shy Sculptures that I've been making, two in America, one in Norway, one in England, and the Chicken Shed piece is part of this same series, and that's been cast and put into a woodland in Yorkshire. Could you probably say a little bit about the reference system that often is mentioned when people are talking about your art? I mean, there's minimal art, also the arrangement, like a Donald Judd piece out there, and Meta Clark and all of that. Was this a reference system for you personally from the outset, or did it creep in slowly into what you were doing? They were certainly the people that I looked at when I was a student, and I suppose it's the sort of era of art that was the most influential upon me. But what's missing from that kind of art that's there in your art? What would you say? Which quality? Or what's added? What's added? What's added? What do you add in your perception? Yeah. Well, it's not a term that I like to use, but it has been said that I make minimalism with a heart. Okay. Which sounds a little sentimental, but I think there's some truth in that. Okay. Everybody emphasizes the biographical element in your art. In the catalogue, we can read that you helped your dad putting concrete into the basement. Is this like the initial moment when you began realizing this is the material I want to work with? No, I was very young at that point. No, I didn't even know I wanted to go to art school until much kind of later on, really. And it wasn't until the end of schooling that I even took up art. My mother was an artist, but I always wanted to do something else. And concrete became, I think after using plaster, I just wanted to make, well, really when I made house, I knew that I needed to use a material that was far more, far stronger, and that could be used in a way that was structurally sound for being outside. So, and then I realised the beauty of concrete, and it's become a material that I love to use.